Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Walking Dead Telltale-Variante. Ich bin ein Riesenfan von The Walking Dead, also von der Serie, und deswegen wollte ich euch mit euch halt gerne mal auch das Spiel erleben. Hier ist halt etwas anderes. Da gibt es auch tolle Figuren und da kann man sich total in die Charaktere auch verlieben. Wie ihr auch sehen könnt, habe ich das Spiel schon mal gespielt, aber das schon seit 2017 und da wollte ich mal gerne heute mal mit euch wieder neu erleben. Also nochmal erleben. Vielleicht habe ich ja andere Wege oder andere Entscheidungen. Keine Ahnung. Mal gucken, was draus wird. Also schauen wir mal jetzt rein. Also Spiel. Wähle einen Anzeigemodus aus. Standard. Mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen. Minimal. Deaktiviere Tipps, Hilfestellungen und Wahlmitteilungen auf der Benutzeroberfläche. Ja, das ist halt, kann man sehen, wo man das finden kann und wer sich was merkt. Und minimal. Ach komm, wir lassen das auf Standard, damit ihr auch erfahren könnt, was halt so ist. So, dann wollen wir mal in die erste Episode reingehen. Ein neuer Tag. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. So schnell kann ich doch den Rest nicht vorlesen. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Episode 1. Ein neuer Tag. Sieht doch noch alles normal aus. Sind wir etwa in Handschellen? Was haben wir denn angestellt? Oh. Hast du Mitleid mit mir? Ich glaube Well, kaum. I reckon you didn't do it then. Oh, das ist auf Englisch. Warum sagst du das? Du weißt, wann so über die spielt das wirklich eine Rolle? Spielt das Does it überhaupt? really matter? Nah, not much. Warte mal. Einstellung. Kann man die Sprache irgendwie ändern? Hier nicht. Gameplay. Ach, das Spiel ist wirklich auf Englisch? Alles klar, dann müssen wir halt damit erstmal klarkommen. Kann ich denn hier Untertitel irgendwie größer machen? Nee. Steuerung ist halt mit der Maus, Dialogoption. Nee, wir können nichts anderes ändern, also Spiel fortsetzen. I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Und was meinst du? Jedes Mal. Komm, wir nehmen dir eins. I say yep, I know you didn't. Interessant. Von einem Tier gewissen. Da können wir dann mit ihm reden. Das werden wir dann direkt mal machen. Jetzt nur Schwarzes aus Macon. Du hast also eine Meinung. Was meinst du? Kombinieren wir. I'm just glad I chose law and not order. Big mess of trial like that. Even if you was innocent, was passiert denn da in der Stadt? Can't ever be undone. Be advised, medical personnel on route to
Oh, Verletzte? Was ist denn da los? I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Na klar doch. Wieso denn nicht? Deine Meinung ist ja auch wichtig. Sure. Wieso guckst du jetzt so grimmig? Können wir... Regardless, could be you just married the wrong woman. Oder sie hat den falschen Mann geheiratet. Das kann auch sein. Sind wir verhaftet worden wegen Ehestreit oder was ist denn da los? Was ist denn jetzt los in der Stadt? Wieso so viele... Oha. Komm, wir werden nicht die Waffe angucken, wir gucken in die... He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming if you want to. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, having exhausted all his options. He starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Das sind ja richtige Heulsuden. Also hat er es getan. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing her, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed in himself. Das ist krass. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Oh, pass auf! Oh Gott! Wen haben wir da, oder was haben wir da überfahren? Also ich werde auch nicht für alles vorlesen, weil ich selber halt genauer zuhören muss, oder eher gesagt genauer lesen muss, was da überhaupt passiert. Oh mein Gott. Wieso ist da alles voller Blut? Ist es unser Blut? Wieso haben wir Schüsse gehört? Oh Gott. Was passiert denn jetzt? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass so der Anfang war. Ist ja auch schon 4 Jahre her. Fast. Oh, ich habe mir das Bein verletzt. Ah, das ist schmerzhaft. Nein. Oh shit. Hey, Officer, are you all right? I'm still cut back here. Ich glaube, der kann dir nicht helfen. Und da ist die Waffe. Oh, irgendwas hat er geschossen. Wir können da nur raus, also die Tür eintreten. Oder er sagt, die Fensterscheibe eintreten. Komm mir da jetzt raus. Ach du Scheiße. Und dann... Ah, so geht das mit der Steuerung. Oh Gott. Oh, da sind wir tief gefallen. Aber wen oder was haben wir denn jetzt umgenietet? Ah! Das sieht schmerzhaft aus. Ich glaube, es wäre jetzt wichtig, die Waffe zu nehmen, oder? Ich weiß ja nicht, was da jetzt passiert. Jetzt mal die Waffe nehmen. Oh Gott, komm schon, reiß dich zusammen. Auch wenn das schwer sein sollte. Was, die Waffe ist leer? It'll be easier to carry with these cuffs off.
Ist das vielleicht im Wagen drin? Ach, da ist die Munition. Ah, jetzt sehe ich. Dann können wir doch die Waffe hier nehmen. Und dann nachladen. Die hättest du auch vorher mitnehmen können. Hallo? It'll be easier to carry with these cuffs off. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir mal zur Leiche des Officers. Officer? God damn. Oh ja. Also wie gesagt, ich werde das nicht vorlesen, weil ich ja selber zuhören muss. Da müsst ihr halt auch genauer zuhören. Und deswegen bin ich dann auch in den Dialogmomenten Officer. Still. Können wir jetzt nicht hier bei ihm die Schlüssel nehmen? Ach, jetzt auch immer. Da, die Schlüssel. Ja. Ach, komm schon. Wieso lässt du die fallen? Das hört sich schon mal nicht gut an. So. Diesmal aber ordentlich aufmachen. Ach, muss ich das alles für dich machen? Officer, lebst du noch? Officer. Oh Gott. Geh weg. Oh shit. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Ich habe ja schon die Munition genommen. Och komm. Ah. Komm. Lade jetzt die Waffe ordentlich nach. Tut mir leid, aber es geht um mein Überleben. Ach du Scheiße. Das ist ein wenig brutal. Weil es schon jetzt schon verwest? Wie schnell war denn der schon verwest, ey? Oh, wer ist denn da hinten? Help! Go get someone! There's been a shooting! Wo kommt das Geräusch her? Da kommen noch mehr von den Zombies. Wir müssen laufen. Da hätte es auch übersteigen können. Die sind überall. What? Ist das schon so stark ausgebreitet? Schnell über den Zaun, los. Schnell darüber. Hier ist es nicht so dunkel wie da im Wald. Ja, hoffentlich kommen die da nicht durch. Wieder Gunschüsse. Sowieso wie im Film. Die werden vom Schuss-Sound weggelockt. Also vom Lärm. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und wieso brennt das da hinten? Können wir uns hier bewegen? Wir können uns bewegen. Was liegt denn da auf dem Boden? One of those teacups with some bourbon, if I could. Mit Bourbon. Willst du dich direkt besaufen, oder was? I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Ja, dann wollen wir mal im Haus gucken, ob wir irgendwas zum Verbinden finden. Help! Ist da jemand? Nee. Hör auf zu schreien. Du lockst sonst noch die Zombies an. Können wir da hier noch... Was ist da hinten? Maybe I should just...
check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Ja, ich glaube, das wäre vorteilhaft. Dann wollen wir hier mal reingehen. Sind wir noch nicht nah genug? So. Hello. Anybody home? I need a little help. Kannst auch ein bisschen sachter sein. Ist die Tür verschlossen? Nee, doch nicht. Coming in. Don't shoot, okay? Wir brauchen definitiv Desinfektionsmittel. Oh shit. Hier war auch eine Waren hier die Zombies schon? Oh Gott. Also hier lebt auch ein Kind. Vielleicht das Kind, was wir hier im Wald gesehen haben. Warte mal, du Trottel. Wir haben doch schon gesehen, dass da Blut ist. Wieso fällst du da noch runter? Hier sind kleine Schritte. Hier erstmal was zu nehmen. Gut. Ist hier irgendwas in der Schublade? Was ist denn das? Ein Walkie-Talkie. Vielleicht hat hier noch jemand ein anderes Walkie-Talkie. Hallo? Hm, dann halt nicht. Da ist nichts so drin. Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Telefon ging an. Vielleicht finden wir da was. Und diesmal rutschst du da nicht aus, mein Freund. Maybe there's something on there. Three new messages. Message one, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Ach, das war Clementine. Also, das Kind heißt Clementine. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just... Leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Oh, God. 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Anscheinend hat es den auch ganz stark erwischt und die Eltern haben es nicht überlebt. Also vermuten wir. Und der Babysitter hat es wahrscheinlich auch nicht überlebt. Huh? Hello? You need to be quiet. Wer ist denn das? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. Nein, das bin ich nicht. I'm not. Wo bist denn Clementine? Das ist eher die Frage. Und was ist im Haus passiert? Where are your parents? Aber das wussten wir ja schon, wo sie ihre Eltern sind. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Erstmal fragen, ob es hier gut. I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window.
Was? Ich glaube, das ist der Babysitter. Guck. Und eh. Oh Gott. Och, wieso musst du da schon wieder ausrutschen? Oh, das hört sich immer an, als ob die Knochen gerade sich wieder zurück. Das hört sich brutal an, einfach nur. Schnell, bevor sie mich beißt. Weg mit dir. Gib mir den Hammer, Clementine. Und jetzt Ruhe in Frieden. Reicht das? Das sollte reichen. Sie macht keinen Sound mehr. Also kein Geräusch mehr. Man. Was war das denn? Also die... Did you kill it? Ja, aber ich bin mir nicht sicher. I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Dann werden wir dich so lange beschützen. Wir müssen nach Hilfe suchen. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Oh ja, in der Nacht können wir nicht erkennen, von wo die kommen. Let's go. Stay close to me. Ja, tagsüber können wir ja noch sehen, wo die sind. Sag tschüss zu deinem Zuhause, Clementine. Wir müssen jetzt Hilfe suchen. Oh Gott. Und wir brauchen immer noch Hilfe für unseren Bein. Sind immer noch schwer verletzt. Ist da jemand? Versuchen, dein Auto wegzuschieben. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot this night. Okay, mit den rein. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Ich glaube, sie kommen nicht mehr nach Hause. They won't. We should go. Then they'll find me, right? I won't leave you alone, okay? Wir haben so eigentlich die Wahrheit gesagt, oder? Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Oh. Wir suchen immer noch. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Hello, Sean. This is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. Wir sagen die Wahrheit. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Immer schön die Wahrheit sagen. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann ab und zu mal. Monster's coming. We gotta go. Ja, wir müssen weg. Quick, let's go. Oh, schieb das Auto weg.
Und wieso hilft Chat uns nicht? Komm. Cheap. Der Bildschirm wird irgendwie so komisch rot. Ins Auto. Dann gucken wir mal, wo uns die Fahrt hinführt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.